star. I need someone to empty this heart. Any direction now would help. Let me give you a piece of advice, she said. Larger ain't bolder, and wiser ain't older. Just hold on to what you believe in. Hab ich gut geschlafen? Ja. So, neuer Tag, neues Glück und, ach Gott, die Untoten schon wieder überall. Um Gottes Willen, ich bin froh, wenn diese Mauer steht. Okay, zack, Rucksack wird angezogen, alles ist auch schon bereit, dass ich mit Zorn gleich los kann. Gott, wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo! Guten Tag, Herr Nachbar. Oh Gott. Kommt Sie rein. Ah. Oh nein, meine Tür. Oh Gott. Oh. Geht sie gut? Ich wurde ganz schön am Rücken gerade erwischen, aber ansonsten. Oh, eieiei. Ja, ihren Rucksack hat es stark erwischt. Der sieht nicht mehr so gut aus. Ach, das alte Ding. Ja, das. Gott, eine meiner letzten Bandagen. Ich hab noch ein paar, falls sie brauchen. Keine Sorge. Du. Ich muss mir das Siezen echt noch abgewöhnen. Ich merk's. Es wird so Zeit für diese Mauer. Wir müssen uns unbedingt darum kümmern. Ja, es muss ich mich echt mal dran setzen. Okay. Ja. Aber bist du bereit? Ich hatte ja gestern Abend angesprochen, zurück zum Krankenhaus zurückzukehren und zu gucken, ja, ob vielleicht meine Tochter da ist. Bin ready, Spaghetti. Okay, dann let's go. Okay, ja, lauf einfach. Die zerschlitze ich. Oh yeah. Da sind noch deutlich mehr. Wir laufen einfach, bevor wir das erledigen. Oh Gott, das beginnt ja schon gut. Oh, es wird auch gefühlt jeden Tag schlimmer. Ja, deswegen, wenn die Mauer da ist und wir irgendwie ein Netzwerk an Beleuchtung oder so hinbekommen haben. Die Beleuchtung. Ich glaube, dann können wir echt gut hier leben und hoffentlich auch wirklich in Frieden. Frieden, ja, weiß ich nicht. Ja, gut, Frieden in so einer Welt ist vielleicht nett gesagt, aber... Ich meine, wenn der Wilderer nochmal kommt. Oh, der Wild. Du meinst den Einarmigen? Genau. Ich glaube, der sollte uns erstmal keine Probleme machen. Und selbst wenn, was will er mit seinem einen Arm? Vielleicht hat er den anderen Arm zu einer Hakenhand gemacht, wie Piraten. Oh, das wäre cool. Das ist schon sehr cool. Das wäre einfach der bessere Wilderer. Einfach Upgrade. Ey, der könnte sich dann mal wenigstens bei mir bedanken. Finde ich aber auch. Du hast ihm eigentlich hier nur was gut getan. Einen riesigen Gefallen getan, ne? Finde ich auch. Ich traue gerade nicht, dass es so ruhig... Ich höre ihn so... Oh ja, da kommen sie an.
Aber die Tunnel sind überraschend ruhig im Vergleich zum letzten Mal. Da steht auch Raphaels Toilette. Jo! Stabil. Das ist auch schon wieder so lange her, dass er die hier hat stehen lassen. Aber er hat sie nie wieder geholt. Vielleicht müssen wir mal sagen, dass die hier steht. Vielleicht tot. Ich meine, seine andere hat er ja aus dem Haus geschmissen. Das stimmt. Okay, wir sind auch schon fast da. Das Krankenhaus ist hier tatsächlich schon um die Ecke. Oh Gott, uns verfolgt ein Officer. Oh. Okay. Da scheint auch einer dieser krasseren Zombies zu sein, wie beim Wilderer waren. Gut. Nachher sind das so Weiterentwicklungen oder so und... Oh Gott, nein. Stell dir vor, die entwickeln sich alle so weiter. Dann könnte das echt interessant werden mit dem Überleben. Ja, dann... Also... So. Das ist es. Das ist es. Hier bin ich aufgewacht. Aber ich habe mir noch nicht alles angeguckt. Vor allem hier unten. Kann ich dir das ja mal gerade zeigen. Ja. Es ist ruhiger geworden. Wo sind die ganzen Viecher hin? Das war mal voll. Vielleicht verhungert? Aber das scheint auch nur eine Leichenkammer zu sein. Stimmt. Deswegen wundert es mich da nicht, dass die alle so, da so voll war. Oben bin ich aufgewacht. Hier habe ich eigentlich alles durchgeguckt. Hier, genau, das war mein Zimmerchen. Ah, gemütlich hattest du's. Ja, ich bin zwar aufgewacht und hier der gute Herr lag vor meiner Tür. Ja, der hat mich ansonsten geschützt, hä? Ich glaube tatsächlich, wäre der nicht, hätte der hier nicht gesessen, wäre ich tot. Ich glaube, der hat wirklich die anderen Zombies davon bewahrt, mich irgendwie zu bekommen. Das heißt, ich glaube, unten ist noch ein Raum, in dem ich nicht war. Glück ist das sowas wie ein Verwaltungszimmer oder so, weil das hatte ich bisher noch nicht gesehen. Hier in den Räumen war ich, das scheinen nur so Besprechungsräume zu sein. Aber dann müsste es auch hier vielleicht einen Verwaltungssaal geben. Stuhl mal kurz zur Seite. Dann. Oh ja, das sieht. Ja. Oh, das sieht sehr gut aus. Hallo. Okay, auf diesen ganzen Akten sehe ich hier gerade aber gar nicht meinen Namen. Es scheint echt nicht mein Name drauf zu sein. Akte 2727. Nee. Das könnte meine sein. Ja, das ist meine. Jackpot. Oh, lass mich lesen. Ich will alles über dich wissen. Geduld, erstmal, okay. Ich lese einfach vor. Okay. Okay, mein Name, Felix Blende, Familienstand, verwitwet. Berufssicherheitschef, Verwandt. Oh, meine Tochter wird hier genannt. Oh, vielleicht gibt es hier Informationen drin. Einlieferungsgrund, Verletzungen, die in einem Koma-Zustand mündeten. Die Verletzungen sind aus einem Autounfall herzuleiten. Es wurde ebenfalls eine Schusswunde knapp seitlich der Leber festgestellt. Aussichten. Der Patient wird aller Voraussicht nach den Koma-Zustand in einigen Wochen verlassen. Das hat sich immerhin bewahrheitet. Eine baldige Genesung ist zu erwarten. Also, mir ging es gut, als ich aufgewacht bin, deswegen. Die Schusswunde wurde gereinigt und genäht und wird keine Einschränkungen mit sich bringen. Das ist sehr gut. Ist dir eigentlich keine Schusswunde aufgefallen, irgendwie, als du aufgewacht bist oder so? Ich bin aufgewacht und habe in das Gesicht einer Leiche geblickt. Also, dieser Bericht ruft Erinnerungen in mir wach. Ich weiß, ich bin mit meiner Tochter in einem Auto geflüchtet, wurde angeschossen und dann kam der Autounfall und danach ist alles schwarz. Aber was ist denn mit meiner Tochter dann? Anmerkungen. Am Unfallort wurden weitere Blutproben aufgenommen, welche nicht denen des Patienten angehörten. Scheint sich aber um Proben einer weiblichen Person zu handeln, aller Voraussicht nach der Tochter des Patienten. Oh. Die Tochter wurde jedoch nicht in unser Krankenhaus Ach, scheiße, Digga. Ihr Status und Aufenthaltsort sind uns unbekannt. Nicht infiziert. Oh, das ist ja schon mal etwas, aber fuck. Dann könnte deine Tochter noch in einem anderen Krankenhaus sein oder so. Oder sie hat überlebt und ist unbeschadet rausgekommen da? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay,
Es gibt noch eine Möglichkeit, wo wir nachgucken können, und das ist das Haus von ihr. Okay. Das ist gar nicht allzu weit von hier entfernt. Dann würde ich sagen, geh da hin, oder? Felix! Felix! Oh mein Gott! Was ist hier draußen los? Tom, Tom, lauf, lauf, lauf! Das können wir nicht machen, folg mir, folg mir! Gott, oh Gott! Hier drüber, eigentlich geht's hier durch. Ach. Da ist ein Renner! Oh Gott, lauf, 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 lauf! Oh Gott, was war das denn jetzt? Die haben ja da draußen nur auf uns gewartet! Die haben hinter uns die Wand aufgesprengt! Du Scheiße! Okay, wir müssen hier runter. Ach, zack. Oh Gott! Oh! Wo ist Storm? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ich muss alleine weiter. Bei meiner Tochter kann ich wenigstens Zuflucht erstmal suchen. Felix! Wo kommst du denn jetzt her? Ich musste einen kleinen Umweg nehmen. Ich habe mich schon gewundert, wo du hin bist. Die haben mir komplett den Weg abgeschnitten. Ich hab kaum noch Munition. 10 Schuss noch. Ja, bei mir sieht's aus. Aber wir sind fast da. Hier über die Brücke und dann rechts, dann sind wir bei meiner Tochter. Es brennt auf jeden Fall das Licht. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder Schlechtes ist. Also ich bin ganz ehrlich, es zieht ein bisschen viel Aufmerksamkeit rein. Auf sich. Komm, komm, komm. Okay. Also, das Essen scheint noch zu kochen. Das ist so schon mal was. Jetzt ist auch noch ein Kuchen. Ich probiere mal, ob der noch gut ist. Die Toilette ist clear. Ja. Den Kuchen kann man noch gut essen, der schmeckt sehr gut. Alles gut. Also meine Tochter hat dafür echt eine Begabung, muss ich sagen. Aber sie scheint hier nicht zu sein, ne? Gott, die Spinnenweben. Nee, scheint sie ist schon länger keine... verlassen. Ja. Oh, jetzt können wir doch hier... Oh Gott, Das, Oh ja. Vielleicht ein Magazin... Und eine Maske von der Arbeit noch, aber ansonsten... Oh Gott, da draußen ist ein Spur. Ja gut, ich finde, wir sollten die Nacht hier vielleicht erstmal überdauern, bevor wir zurückkehren. Oh Gott, die Spuren dringen durch die Fenster. Du kannst gerne im Bett schlafen, ich hab mein Schlafsack... Ist ein Doppelbett, also... Ich hab da jetzt nichts gegen, wenn es dir nichts aufmacht, könnte ich... Ich meine, so ein Angebot, falls du dich damit irgendwie unwohl fühlst oder so... Die Zombies haben hier irgendwie ein Loch in die Wand gerissen. Oh. Und da draußen geht aber auch die Party ab mit denen. Ja. Du Scheiße. Also irgendwie habe ich ja auch so ein ungutes Gefühl, dass ich nicht schlafen will. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das jetzt auch nicht so schlau wäre, wenn ich ehrlich bin. Ja. Oh Gott, von unten! Durch die Scheiben, Felix! Lauf, lauf! Scheiße, ich bin hinter den Zaun gefallen. Oh, ich bin hier oben! Oh, ich bin tot oben. Oh Gott! Heilige! Lauf, 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 lauf! Du Scheiße! Das Wetter passt auf jeden Fall gerade. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Oh, das hat ihn zurückgeschleudert. Oh Gott, da kommt noch ein... Oh nein, 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 nein. Du Scheiße. Ich brauch irgendwie einen Unterschlupf, wo ich erstmal die Nacht überdauern kann. Ich hoffe, Zorben geht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns einfach bei uns in der Gemeinschaft wieder.
gerade die Zeit nutzen. Okay, in diesem Tunnel sollte es eigentlich zurück nach Hause gehen. Mit einem Schuss ist das auf jeden Fall ein Selbstmordkommando. Oh Gott, ich sehe sie da schon angelaufen kommen. Wenn ich hier jetzt links lang gehe, sollte es eigentlich Richtung zu Hause sein. Oh, bitte sag mir, Zorn wartet da. Oh, bitte, bitte, bitte. Scheiße, bei dem Wetter auch noch. Komplett durchnässt. Ja, das ist der richtige Weg. Und meiner Tochter trotzdem kein Stück näher. Was eine Scheiße. Gott, ich hoffe, es geht ihr gut. Ich hoffe, es geht Zorn gut. Oh Mann. Ach Gottchen! Felix! Was ist hier? Ist richtig groß! Oh Gott, renn! Renn! Gott. Lauf, 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 wir sind fast zu Hause! Du hast es geschafft! Sollen wir die ich hab mir so Sorgen um dich gemacht gerade. Ey, ich musste durch den Fluss schwimmen. Oh. Oh Gott. Wir sollten jetzt erstmal irgendwo reingehen, Junge. Ach du Scheiße. Gott. Es tut mir so leid, dass das so ein Selbstmordkommando quasi war gerade. Ey, das ist... Puh, konntest du ja nicht wissen. Kommst du mit rein? Okay. Ja. Ich muss gerade erstmal was essen. Ich hab halt nur noch einen Schuss. Wir müssen wir sind die Viecher los. Ganz dringend Munition und alles irgendwie besorgen. Okay, aber wir scheinen sie jetzt erstmal los zu sein. Ja, nee, okay, oh, Spurenvieh. Vor dem Eichendruck würde ich mich in Acht nehmen. Einen Schuss hätte ich noch. Verschwende den nicht so, den könntest du später wirklich noch brauchen. Okay, wie werden wir die los oder willst du die Nacht bei mir erstmal pennen? Ich glaube, ich erstmal bei dir. Okay, dann du bist herzlich willkommen hier, dann lass uns erstmal eine Runde schlafen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Also, zack. Ja. Bisschen ungemütlich, deine Wand. Aber egal. So lässt es sich doch eigentlich ganz gut leben. Eigentlich, wäre da nicht die Zombies draußen, würde ich dir zustimmen. Aber dann mach ich lieber hier eine gute Nacht. Das war eine Katastrophe. Ja. Ich saß hier und meiner Tochter bin ich irgendwie immer noch kein Stück näher. Die findest du schon noch. Ich helfe dir. Aber wenigstens ist die Hoffnung noch da, dass sie nicht tot ist. Die lebt noch, Trust. Ich hoffe es. Ich hoffe, du hast recht. Ich wüsste nicht was, wenn nicht. Ich meine, dann hast du immer noch uns. Ja. Na gut, dann lass uns lieber mal erholen, den Regen und die Nacht ausschlafen und schauen, was der morgige Tag bringt. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht.